Hallo und herzlich willkommen bei Drum Minds. Ich bin Martin und in diesem Video möchte ich dir gerne 5 einfache Songs für Schlagzeuganfänger zeigen. Wenn du gerade beginnst, Schlagzeug zu lernen, könnte es eines deiner Ziele sein, dass du möglichst früh versuchst, zur Musik zu spielen. Das hat nämlich gleich mehrere Vorteile für dich, und zwar erstens: Von so einem Lied wird dir in der Regel ein bestimmtes und gleichmäßiges Tempo vorgegeben, an dem du dich gut orientieren kannst. Das schult dann besser dein Gefühl für Timing und Rhythmus, weshalb du lernst, schön gleichmäßig zu spielen. Natürlich könnte man das auch mit einem Metronom machen, aber, und das ist der zweite Vorteil, es macht einfach viel mehr Spaß, zur Musik zu spielen, als nur ganz trocken gewisse Übungen zu spielen. Wenn man beginnt, Schlagzeug zu lernen, fängt man in den meisten Fällen mit bestimmten Übungen an, damit man erstmal die Grundlagen lernt. Das ist auch völlig richtig und okay, und ja, ein klein wenig Theorie gehört auch dazu. Das ist für Schlagzeuganfänger auch immer wichtig, aber seien wir mal ganz ehrlich, niemand will erst ganz lange Theorie machen oder wochenlang nur auf einer Trommel spielen und bestimmte Notenübungen oder sowas machen. Das wäre nämlich der klassische Schlagzeugunterricht von früher. Das ist total langweilig, meiner Meinung nach, sorry, und schreckt vermutlich sogar viele junge Talente davon ab, Schlagzeug zu lernen. Die meisten wollen lieber gleich draufhauen, was ich auch gut nachvollziehen kann, und deswegen möchte ich jetzt hier auch nicht zu viel quatschen, sondern wir fangen lieber direkt an, damit du direkt spielen kannst. Ich habe versucht, die Songs so auszuwählen, dass eine gesunde Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen entsteht, damit für jeden Geschmack was dabei ist. Wir haben also ein bisschen Rock, ein bisschen Pop und auch ein bisschen Hip-Hop. Für jeden der ausgewählten Songs brauchen wir jeweils einen anderen Groove, das heißt, du lernst nicht nur 5 einfache Songs am Schlagzeug, sondern logischerweise auch direkt 5 einfache Grooves. Das Schöne ist, dass alle Grooves auf dem gleichen einfachen Gerüst basieren. Wenn du schon ein paar der anderen Videos auf diesem Kanal zu den ersten Grooves gesehen hast, dann wirst du die Songs und Grooves wahrscheinlich direkt nachspielen können. Aber auch selbst die blutigen Anfänger können sich daran versuchen. Falls du noch nie einen Groove gespielt hast und gar nicht weißt, wie das überhaupt mit der Koordination und den verschiedenen Instrumenten funktioniert, dann solltest du dir zumindest unser Video zum ersten Groove anschauen. Den Link dazu, den findest du auch in der Videobeschreibung. Und da bekommst du das wunderbar, ausführlich und einfach erklärt. Ich breche die wesentlichen Infos daraus aber trotzdem mal kurz herunter, damit auch die absoluten Anfänger jetzt hier direkt mit einsteigen können. Okay, alle Grooves und Songs gleich haben einen 4/4-Takt. Das bedeutet, wir haben pro Takt 4 Impulse, die uns auch das Tempo vorgeben. Die wirst du auch sofort spüren, und zwar in dem Moment, wenn du einen Song hörst und zum Takt mitklatschen kannst oder sich dein Fuß im Takt bewegt oder sich dein Kopf im Takt bewegt. In diesen 4/4-Takt passen jetzt nun 8 Achtelnoten rein, bevor sich der ganze Takt einfach wie in Dauerschleife immer wiederholt. Vom Anfang des Liedes bis zum Schluss. Und auf diesen Achtelnoten machen wir jetzt jeweils einen Schlag mit der rechten Hand auf die Hi-Hat. Ja? Die wird in der Notenschreibweise als kleines X über der ersten Notenlinie dargestellt. Und für Anfänger empfiehlt es sich übrigens immer, die Übungen laut mitzuzählen. Das sieht dann so aus und hört sich dann so an. Das bleibt schon mal für alle der 5 Songs gleich. Und was außerdem gleich bleibt, ist der sogenannte Backbeat. Und der befindet sich in allen dieser 5 Songs immer auf den Zählzeiten 2 und 4. Und an dieser Stelle spielen wir dann mit der linken Hand die Snare. Das ist jetzt diese schwarze Note zwischen der 2. und 3. Notenlinie. Und zusammen klingt das Ganze dann wie folgt. Was uns jetzt für einen richtigen Groove noch fehlt, ist die Bassdrum, und die variiert jetzt in jedem der 5 Songs und Grooves immer etwas, damit es auch immer etwas anders klingt und nicht so langweilig wird. Und für den Anfang befindet sie sich erstmal auf den Zählzeiten 1 und 3. Und das jetzt ist im Prinzip der Standard-Groove, den jeder Schlagzeuganfänger als erstes lernt. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, weil du bisher vielleicht noch nie einen Groove gespielt hast und das alles noch etwas detaillierter erklärt haben möchtest, so mit der richtigen Stickhaltung etc., dann sieh dir, wie gesagt, unsere anderen Videos auf dem Kanal an. Den Link dazu findest du, wie gesagt, in der Beschreibung. Und für alle anderen, die das schon drauf haben, geht es jetzt direkt weiter. Also, der erste Song hat genau diesen Groove, Bum-Chuck, Bum-Chuck.
Ganz ehrlich, das ist zwar einer der leichtesten Grooves, aber damit kannst du schon zig verschiedene Songs begleiten. Ich habe es jetzt hier auf einen ganz bestimmten Song abgesehen. Der ist schon etwas älter, von 1982, aber ein zeitloser Klassiker, der immer gut ankommt. Und das Schöne ist, dass der Song sogar direkt mit dem Schlagzeuggroove anfängt. Also perfekt geeignet für alle Schlagzeuganfänger, weil man direkt schön mit einsteigen kann. Kenner hätten es jetzt vielleicht schon erraten. Die Rede ist natürlich von Billie Jean von Michael Jackson. Sehr cooler Song, sehr einfach gestrickt, aber kommt wie gesagt immer gut an. Das Tempo von dem Song liegt bei ca. 117 Beats per Minute, also 117 Schläge pro Minute. Und das ist für jemanden, der gerade erst den ersten Groove lernt, noch ziemlich flott. Daher empfehle ich dir auf jeden Fall, falls du bisher noch keine Grooves gespielt hast, diesen Groove erstmal schön langsam und ohne Musik zu spielen. Übe erstmal die Koordination, das heißt, dass du lernst, deine Hände und Füße zur richtigen Zeit zu bewegen und versuche erstmal schön gleichmäßig zu spielen, bis es wirklich flüssig läuft. Und vor allen Dingen übe es erstmal schön langsam. Das Tempo, das kannst du für dich so wählen, wie es für dich jetzt zum Üben am besten passt. Und ich mache dir das jetzt hier erstmal nochmal mit 80 Beats per Minute vor. Wenn das gut läuft, wenn die Koordination passt und das Timing stimmt und auch der Sound einigermaßen gut klingt, dann kannst du auch langsam das Tempo steigern. Ich schraube das jetzt direkt mal rauf aufs Originaltempo von Billie Jean. Das sind wie gesagt so circa 117 Beats per Minute und dann klingt das Ganze so. Wenn du dir den Song anhörst und mitspielen willst, ist das wie gesagt ein super Einstieg, weil der Song genau mit diesem Groove und nur mit Schlagzeug und ohne irgendein weiteres Instrument anfängt. Also wenn du soweit bist, dann schnapp dir gerne mal deine Kopfhörer oder wie auch immer du den Song abspielst und versuche dann kurz das Tempo zu fühlen und versuche dann genau mit dem Schlagzeug passend einzusetzen. Ich kann dir das hier im Video leider nicht vormachen und den Song hier abspielen oder im Hintergrund laufen lassen, weil das sonst rechtliche Probleme gibt. Da riskiert man nämlich schnell eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzungen etc. Das ist leider nie so ganz einfach, deswegen bitte verzeih mir, wenn ich die ausgewählten Songs hier nicht abspielen kann. Das gleiche gilt auch für den nächsten Song, auch wieder ein zeitloser Klassiker, meiner Meinung nach, aber diesmal im Hip-Hop-Genre. Der ist auch etwas älter, ich glaube von 1995, aber immer noch total gut. Der Song heißt California Love von Tupac, den kennt eigentlich auch jeder oder zumindest sollte man ihn kennen, wenn man ihn hört. Was das Schlagzeug angeht, ist der Groove auch wieder sehr einfach, sonst wäre er ja nicht in diesem Video. Und ich sagte ja bereits, dass alle Grooves auf derselben Basis aufgebaut sind. Das heißt, wir haben jetzt auch hier wieder 8 Schläge auf der Hi-Hat. Dann haben wir den Backbeat mit der Snare auf 2 und 4. Und dann wird einfach nur die Bassdrum ein bisschen anders gespielt. Bei der Bassdrum haben wir jetzt auch wieder die Schläge auf 1 und 3, so wie wir es gerade schon hatten. Und dann kommt noch eine weitere hinzu, und zwar auf der 3 und. So einfach. Für diejenigen, die schon ein bisschen spielen können, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Und für die ganz neuen Schlagzeugtalente unter euch gilt, dass ihr das jetzt erst wieder schön langsam üben solltet, bis die Koordination stimmt und ihr es schön gleichmäßig spielen könnt. Erst dann kann man sich an das Originaltempo ranwagen. Das ist aber diesmal nicht ganz so flott, sondern liegt nur bei ca. 92 Beats per Minute. Also eine ganze Ecke langsamer als Billie Jean, weshalb ich das auch super geeignet für Anfänger finde. Ich spiele dir den Groove jetzt trotzdem erstmal nochmal langsam vor, auch wieder so auf 80 Beats per Minute und das Ganze klingt dann so. Wenn das wieder läuft, kannst du auch das Tempo erhöhen. Wie gesagt, bei dem Song liegt es jetzt bei nur 92 Beats per Minute. Das ist also eigentlich relativ gut zu handeln.
Okay, wunderbar. Übrigens passen alle Grooves aus diesem Video noch zu wesentlich mehr Songs und wenn ihr da gerne noch mehr hättet und auch noch mehr Grooves zum Üben haben wollt, dann besucht unbedingt mal unsere Website www.drum-mind.com. Da findet ihr unter dem Punkt Free Stuff oder Downloads eine PDF-Datei mit Songs zum Üben. Da stehen alle möglichen Grooves drauf und daneben stehen dann direkt die passenden Songtitel mit Tempoangabe. Je höher die Zahl, desto schneller sind die Songs. Da werdet ihr auf jeden Fall was Passendes finden. Außerdem, wenn ihr gerade mal auf der Seite seid und euch für Online-Schlagzeugunterricht interessiert, dann schaut euch unbedingt mal unseren DrumMind-Beginner-Kurs an. Extra für Schlagzeuganfänger gemacht, damit ihr einen Schritt-für-Schritt-Lehrplan an die Hand bekommt und super von zu Hause aus lernen könnt. Und den Kurs kann man auf der Website auch jederzeit kostenlos testen, also lohnt sich da auf jeden Fall ein Blick und man kann eigentlich nur dazu gewinnen. Jetzt aber weiter mit dem nächsten Song und dem nächsten Groove. Die Bassdrum ändert sich hierbei wieder etwas und der Rest bleibt gleich. Das heißt, wir machen immer noch 8 Schläge auf der Hi-Hat und die Snare, unser Backbeat, auf 2 und 4. Und die Bassdrum ist jetzt auf der 1, auf der 2 und auf der 3 und. Super schöner Groove, den ich auch heute immer noch total gerne spiele. Zwei Songs sind mir dazu eingefallen und zwar Low von Lenny Kravitz und Cose della Vita von Eros Ramazzotti. Beide Songs kannst du super einfach mit dem Groove spielen, aber wenn ich du wäre, würde ich mich, glaube ich, für Cose della Vita entscheiden. Oder du spielst einfach beide Nummern, ist auch gut. Aber ich finde Cose della Vita ziemlich cool, weil es musikalisch einfach viel mehr hergibt. Da passiert viel, viel mehr. Und die Nummer ist meiner Meinung nach viel schöner und wird viel mehr aufgebaut. Kann aber auch sein, dass ich das nur so persönlich empfinde, weil ich den Song damals als Anfänger gerne gespielt habe und echt im Keller meiner Eltern rauf und runter gespielt habe. Und ich glaube, meine Eltern und meine Nachbarn hassen seitdem Eros Ramazzotti. Was aber total schade wäre, denn die Songs von dem sind einfach super und richtig schön produziert. Okay, jetzt zum Song. Den Groove siehst du ja schon. Tempo ist auch sehr anfängerfreundlich und liegt bei, ich glaube, 88 Beats per Minute. Also richtig schön zum Üben und dann klingt das Ganze ungefähr so. Den Groove kann man eigentlich fast die ganze Zeit lang durchspielen, aber anfangs gibt es noch ein kleines Intro, welches ich dir jetzt auch der Vollständigkeit halber kurz erkläre. Und zwar beginnt es erstmal mit einem sogenannten Auftakt von der Gitarre. Das heißt, der Song beginnt nicht auf der 1 eines Taktes, sondern in dem Fall spielt die Gitarre noch 3 Achtelnoten, bevor der eigentliche Groove einsetzt. Der Song beginnt also, wenn man so möchte, im Auftakt auf der Zählzeit 3 und. Würde man den ganzen Song notieren wollen, dann könnte man das optisch als sogenannte Stichnoten über das Notenliniensystem schreiben und noch eine Notiz dazu machen, dass der Auftakt von der Gitarre gespielt wird. Und erst dann setzt das Schlagzeug ein. Wenn die Drums dazukommen, dann hat man anfangs noch eine zweitaktige Form des Grooves. Das hört sich für Laien jetzt vielleicht komplizierter an, ist aber eigentlich ganz einfach. Bildlich dargestellt sieht das Intro jetzt so aus. Die Bassdrum und Hi-Hat sind genauso wie der bereits beschriebene Groove. Und jetzt werden im Intro einfach alle Snare-Schläge weggelassen, außer der im zweiten Takt auf der 4. Ganz einfach. Und diese zweitaktige Form wird im Intro 4-mal gespielt, also insgesamt 8 Takte. Eigentlich ganz einfach. Und das mache ich dir jetzt auch gleich einmal vor. Wenn du dir den Song vielleicht später anhörst und nachspielst, dann fallen dir vielleicht auch noch ein paar Crashbacken im Intro auf. Die spiele ich jetzt auch direkt noch dazu und dann ist das Intro von Cose della Vita fast perfekt. Und diesen Auftakt, den die Gitarre eigentlich am Anfang macht, den mime ich jetzt einfach hier so ein bisschen mit der Floor Tom nach, damit der Zusammenhang etwas klarer wird. Okay, also los geht's. Alternativ kannst du den ganzen Groove auch mal als 16-Variante spielen. Das ist dann aber eher für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind und die auch die Schlagtechniken etwas besser beherrschen. Das würde dann so klingen.
Okay, das war Cose della Vita. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sehr cooler Song, wie ich finde. Und an der Stelle würde mich gern mal interessieren, wie ihr die ganzen Nummern findet. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch außerdem noch irgendwelche Songs zu den Grooves einfallen, dann schreibt es auch gerne rein, damit auch noch die anderen was davon haben. So, nächste Nummer. Der Groove sieht wie folgt aus: immer noch Achtel Hi-Hat, immer noch Snare auf 2 und 4. Und die Bassdrum ist jetzt auf 1, auf 2 und, auf 3 und auf 4 und. Und der passende Song dazu ist einer, den ich auch als Anfänger rauf und runter gespielt habe. Und zwar Smooth von Rob Thomas featuring Santana. Das Lied hat damals ein großes Orchester hier in der Region gespielt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade erst angefangen, Schlagzeug zu lernen. Ich hatte also noch gar keine Ahnung und war einfach total geflasht von dieser Riesenband mit 20 bis 30 Leuten, mit Chor, verschiedenen Sologesängen, mehreren Saxophonen, mehreren Trompeten, mehreren Gitarristen, mehreren Percussionisten und mehreren Keyboardern etc. pp. Und die haben eben dieses Lied Smooth gespielt und das wollte ich natürlich zu Hause unbedingt nachspielen. Okay, das ganze Lied beginnt mit einem Schlagzeug-Percussion-Fill-In. Die Notation dazu sieht wie folgt aus. Und da sind jetzt verschiedene Notenwerte zu sehen, die die absoluten Anfänger unter euch jetzt vielleicht noch nicht unbedingt lesen oder verstehen können. Das ist auch absolut nicht schlimm. Ich kann jetzt in diesem Video allerdings nicht noch ein Notenlese-Tutorial mit einbringen, sonst würde das Video hier viel zu lang werden. Deswegen nimm das einfach mal so hin, wie es da steht. Ich spiele dir das aber auch gleich noch vor. Und wenn du es ein paar Mal gehört hast, dann kannst du es nachher auch ohne Noten nachspielen. So war es zumindest bei mir als Anfänger und ich hatte auch gar keine Noten, sondern habe es einfach immer wieder angehört und immer wieder nachgespielt. Wenn man sich den Song und das Intro anhört, dann hört man da definitiv mehr als nur ein Instrument, was angeschlagen wird. Live wird man das wahrscheinlich auch mit einem Percussionisten zusammenspielen, der dann auch noch verschiedene Trommeln hat. Aber jetzt hier die Snare alleine zu spielen, wäre mir persönlich zu langweilig, deswegen könnte man da zumindest noch irgendwie eine Floor Tom oder sowas dazu nehmen. Und das Ganze dann unisono spielen, das heißt beides genau gleich spielen. Das Ganze mache ich dir jetzt auch erstmal langsam vor und danach nochmal im Originaltempo auf ca. 116 Beats per Minute. Okay, direkt nach diesem Fill-In kommt dann der Groove. Der besteht eigentlich auch wieder aus einer zweitaktigen Form, die wie folgt aussieht. Also im Prinzip, so wie schon beschrieben, nur dass jetzt im zweiten Takt die Bassdrum auf der 4 und wieder weggelassen wird. Und das mache ich dir auch erstmal wieder langsam vor. Wenn du es dann nachspielen willst, dann gilt für dich erst wieder alles schön langsam zu üben. Achte darauf, dass alles schön tight klingt, dass alles schön zusammenpasst. Und wenn alles gut läuft, dann kannst du es auch nachher auf Originaltempo spielen. Das mache ich dir jetzt auch nochmal vor und dann direkt mit diesem Fill-in am Anfang. So, für den Schluss habe ich nochmal eine Rocknummer, die ich sehr cool finde, weil die nicht nur einen einfachen Groove hat, sondern auch noch einige Zwischenparts, die man gut mit den Toms spielen kann. So kommt auch noch ein bisschen Abwechslung rein. Und das Lied heißt Countdown to Insanity von H-Blocks. Der Groove ist ganz einfach und zwar haben wir auch wieder die Achtel auf der Hi-Hat, die Snare auf 2 und 4 und die Bassdrum haben wir jetzt auf 1, auf 1 und, auf 3 und auf 3 und. Das Lied beginnt mit Gitarre und der Bassdrum-Figur aus dem Groove und der Snare auf 2 und 4. Anfangs ist das Ganze dann im Intro noch etwas leiser gespielt und auch erstmal ohne Hi-Hat und das geht dann 4 Takte lang so.
Danach kommt schon der erste Teil mit den Toms, wo du auch gut draufhauen kannst. Und zwar spielst du dafür gleichzeitig zur Bassdrum auch noch eine Floor-Tom oder meinetwegen auch gerne deine beiden tiefsten Toms, die du hast. Schön synchron, versteht sich natürlich. Und auf der 2 und 4 spielst du dann die Snare, allerdings als eine Art Flam. Ein Flam ist eigentlich ein leiser Vorschlag. Wenn man mit beiden Händen eine oder zwei Trommeln anschlägt, wird ein Schlag davon zeitlich minimal vorgezogen und auch etwas leiser gespielt. In unserem Fall, in diesem Song, soll aber gut draufgeknüppelt werden. Das heißt, der Vorschlag darf genauso laut sein wie der normale Schlag. Mit den Toms im Zusammenhang klingt das Ganze dann so und wird im Intro auch 4 Takte lang gespielt. Nach diesen 4 Takten kommt dann der ganz normale Groove mit Hi-Hat, Bassdrum und Snare. Jetzt mache ich dir das Ganze mal im Zusammenhang vor. Also erst 4 Takte nur Bassdrum und Snare und etwas leiser. Dann 4 Takte Toms und Snare mit diesem Flam und alles schön laut. Und dann geht es direkt weiter mit dem Groove und allem drum und dran. Okay? Ich mache es dir vor, du machst es nach. Okay, das waren 5 einfache Songs für Schlagzeuganfänger. Wenn du noch mehr einfache Songs zum Nachspielen haben möchtest, dann schau mal auf unserer Website vorbei, www.drum-mind.com und sieh dir die PDF-Datei mit den Songs zum Üben an. Da wirst du auch noch einiges finden und wenn du schon mal da bist und dich dafür interessierst, online Schlagzeug zu lernen oder sogar einen kompletten Schritt-für-Schritt-Lehrplan haben willst, dann sieh dir auch unseren DrumMind-Beginner-Kurs an. Den kannst du auch auf der Website kostenlos testen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Ganzen ein Like gibst und dazu einmal kurz auf den Daumen nach oben klickst. Und wenn dir das gefällt, was wir hier auf diesem Kanal so machen und du das Gefühl hast, die letzten Minuten waren eigentlich gut investiert, dann abonniere gerne diesen Kanal und dann verpasst du auch keine neuen Tutorials mehr. Wenn du Fragen dazu haben solltest oder dir außerdem noch coole Songs zu den Grooves aus dem Video oder zu den Grooves von der PDF-Datei einfallen, dann schreib es gerne in die Kommentare rein, dann haben nämlich auch noch die anderen was davon, die dieses Video schauen. Also schon mal vielen Dank an der Stelle und auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Üben und Schlagzeuglernen und sag bis bald. Lieben Gruf und tschüss.